blindé, ce que je veux, je dis toi. Aber raus, Vater wartet bloß noch auf dich. Mir ist so schlecht. Ach, ist doch nicht für immer. Ist doch bloß was Vorübergehendes. Ilse! Ja. Ja, er kommt. Sag mal, du bist wohl nicht ganz dicht. Die neuen Schuhe. Mir hat die Farbe nicht gefallen. Hier, die Farbe hat ihm nicht gefallen. Gefällt mir auch nicht. Ich muss los. Richard! Ja! Richard! Ich drück dir die Daumen! So, du machst nicht so viel Theater, guck mal auf die Uhr! Typ, bist du scheiße oder was? Schatz. Ey, was soll denn die Scheiße? Ich mach mal ab. Ey, mach dich doch mal, ja. Ich pass mal auf. Ey, hau ab, du Arschloch! Nein! Mann, so. Entschuldigung, wo ist denn das Personalbüro? Da geht sie geradeaus und dann linke Hand gleich, dann kommt sie direkt drauf zu. Mein Gott, könnt ihr mich aufpassen? Ja, ich habe mich schon immer für Getränke interessiert und wollte. Bitte, Sie werden nach Liste aufgerufen, ja? Da stehe ich aber noch nicht drauf. Wann sollten Sie hier sein? Ja, ich bin liegen geblieben. So, liegen geblieben. Lebenslauf haben Sie aber dabei, wenigstens, ja? Hier, füllen Sie das aus, Sie werden dann aufgerufen. Draußen ausfüllen, bitte. Haben Sie vielleicht noch einen Kugelschreiber? Hier, den können Sie behalten. Danke. Ja, ich habe mich schon immer für Getränke interessiert. So, und? Na, wie war's? Mies. Wie viel nehmen die überhaupt? Nein, wie viel hast du denn gedacht? Wenn jemand fragt, ich bin auf dem Klo. Bitte schön. Einen Kakao, bitte. Gerne. 60 Pfennig, schönen Dank. Thank you.
mal, dass er da runterkommt hier. Sein sollten immerhin noch 100 Mark und neu seit Januar 85, wenn Sie die beiden letzten Ziffern, nur die beiden letzten, richtig haben sollten, die 9 und die 5, dann haben Sie aufgewollt. Sondern sehen 10 Mark, aber Sie sind auch dabei, wenn die großen Lose, die großen Preise nachher, bei wem werden Beate, wie verteilen sich denn die Preise bei uns? 10 Mark gab es zum Beispiel 54.098. Na, wie war's? 5.134. Mir ist doch nicht so schlimm. Das nächste Mal klappt's. 10.000 Mark, 15 mal 100.000. Jetzt nimm doch mal einen Teller. Nur isst doch mal anständig. Ja. Und? Also wieder nischt. Naja. Ist ihm ja Gott sei Dank egal. Null Bock auf ja nischt. Das stimmt doch gar nicht. Jetzt fang nicht wieder an, das Thema mit der Musik, ja? Alter, ist die Gitarre verstimmt oder was? Ich habe neue Saiten drauf, die verstimmen sich eben noch ein bisschen. Pass auf, es wird nichts mit uns. Wir wollen was Echtes machen. Keine Wanderlieder oder so. Ja. Mal Gitarre und Schlagzeug. Ja, Anlage kommt. So schnell wie möglich. Was trinkst du? Nein, nix, ich telefoniere nur. Die Telefonzelle ist draußen. Die war besetzt. Dann nimm doch eine andere. Ja, was heißt die Anfänger? Wir haben alle mal angefangen. Blöd, Mann. Zeige ich dir mal was. Ja, jetzt ist dein Moment, wo der Elefant das Wasser lässt.
das schaffst du. Ich will deine Show abziehen. Ganz ruhig, ganz locker, ganz konzentriert. Ja? Jawohl! Wow! Jetzt trinken wir aber noch eins zusammen. Aber dann Orange wirst du noch gehen. Das war nicht abgemacht. Das ist aber ja immer so, ne? Andermal, ich will jetzt nach Hause. Dann fahre ich dich eben nach Hause. Das ist doch ein Angebot. Aua, du tust mir weh. Lass mich in Ruhe. Komm, noch einmal. Komm, später. Hör auf damit, lass nicht. Lass dein Scheißgeld. Seid ihr nur für miese Scheißtypen? Abgelutschte Zicker. Wo ist der Honig? Mann, nur Scheiß auf die Knete. Mach mal die Beine bereit. Nicht, Alter. Siehst du was? Noch ein Bier, bitte. Halblinder. Aber kühn. Was denn noch? Los! Den anderen! Tschüss. Raus! Was ist denn los? Gar nichts, bring ein Bier. Ja, wo ist denn die Kohle? Keiner, Mensch. Ich bin einfach nur drauf. Ey, warte mal. Guck mal. Oh, Scheiße. Das ist doch die alte Flitze. Was machst du eigentlich in so einer miesen Kneipe? Billard spielen und du? Telefonieren. Er ist weg. Schade. Wieso? Ach ja, dein 100er. Ach, nimm du. Du hast ihn verdient. Nein. Nein, los, komm, nimm schon. Also mach keinen Quatsch. Mental bin. Kauf dir ein Eis. Danke. Bitte. Ich will nicht mehr. Kannst du nicht aufpassen? Guck dir mal die Schweinerei an. Sie kaufen jetzt sofort meinen Sohn neues Eis. Ich und Eis kaufen? Der Anzug ist hin. Das zahlen Sie. Bei Ihnen piepst du, wenn Sie keine Augen im Kopf haben? Sie haben gesehen, wie die Kleine in mich reingerannt sind. Sie sind Zeuge. Ich bin Baxter, ich weiß nicht. Hat er das Kind geschlagen? Was ist denn hier los? Die Kleine hat meinen Anzug versaut. Ich möchte, dass er meinen Sohn neues Eis kauft. Moment, Moment. Immer der Reihe nach. Also erstmal packt ihr euren Krempel zusammen und verschwindet. Also ihr packt augenblicklich euren Krempel zusammen und verschwindet. Dieses Tamtam könnt ihr woanders abhalten, aber nicht hier. Kommt ja keiner mehr durch. Lasst doch die jungen Leute Musik machen. Die können so viel Krach machen, wie sie wollen, aber nicht hier. Die blockieren mir die ganze Eismaschine. Es kommt keiner mehr ran. Was ist mit meinem Anzug? Sind Sie versichert? Ich möchte, dass ihr meinem Sohn ein neues Eis kauft. Das Softeis ist sowieso verseucht. Sie brauchen es ja nicht zu essen. Es ist voller Salmonellen. Halten Sie doch die Klappe. Dafür reden Sie mit ihr. Sehen Sie nicht, dass die Frau schwanger ist? Ich rede überhaupt nicht mit ihr.
Sie kaufen jetzt sofort meinem Sohn neues Eis. Was ist hier los? Die Kleine hat meinen Anzug versaut. Moment, Moment. Ich möchte, dass er ein Eis meinem Sohn kauft. Immer der Reihe nach. Also, was ist mit meinem Anzug? Sind Sie versichert? $3.84. Ohne meine 2 Mark. Nee, mit. Laus. Könntest du noch woanders probieren? Kann man besser fahren. Kannst du die Krempe mitnehmen? Nö. Weißt du, was du bist? Anja? Das ist nicht so laut. Na, bist du noch gut nach Hause gekommen? Bin ihm fast wieder in die Arme gelaufen. Und du? Was ich getan hatte? Hm? Komm, mon sauber, hä? Gar nicht mal so gut. Anja? Ja? Anja, kannst du mal bitte hier den Kunden bedienen? Ja, ich komme ja sofort. Der nervt mich schon seit einer Stunde mit seiner Musik. Lass ihn doch stehen. Geht nicht. Warte, hast du Lust aufs Konzert heute Abend? Ist doch ausverkauft. Hast du Karten? Nee. Moment, hier geblieben. Halt! Hier, das gibt's doch überhaupt nicht, sowas. Es ist ausverkauft, da geht keiner mehr rein. Sie gehört zu mir. Bayer, ja Bayer. Letztes Jahr, ich strich es zärtlich übers Herz.
zurück zu meinem Mann. Entschuldige, war das erste Mal. Mach doch nichts. Außerdem bist du viel zu laut. Ja, nimm die Finger weg. Das ist nicht zu laut, du bist zu leise. Lässt sich aber im Augenblick leider nicht ändern. Ach, dass ich immer alles nach deinem scheiß Kanister richten muss. Wann kommt denn nicht deine Anlage? Die wird schon noch kommen. Ja, fällt vom Himmel. Was soll jetzt der blöde Spruch? Ihm stinkt's doch bloß, dass ich hier mitmache. Halt du dich da raus. Was würdest du sagen, wenn ich meine Oma hier zum Zitterspielen anbringen würde? Ich denke, wir machen endlich mal was Vernünftiges. Ey, warte doch mal. Ach, jetzt hauen die noch ab. Das ist ein Dilettantenkram hier. Sag mal, was heißt denn eigentlich Dilettant so korrekt übersetzt? Üben wir jetzt oder spielen wir Römer und Gendarm? Fall tot um. Oh Mann, da brauchst du mit mir nicht mehr zu rechnen. Warte, was kann ich dafür, dass der Typ so bescheuert ist? Ja, da ist ein Zug. Da ist wirklich ein Zug. Ich sag dir, da kommt ein Zug. Wenn jetzt keine Weiche kommt, fährt er uns tot. Wo ist denn Hans? Keine Ahnung. Kommt auf Platz, komm! Spitzendreher sind allsetzbar. Und wenn das richtig losgeht, sind wir Älteren nur die Ersten, die dran glauben müssen. Na, warten, das schreie. Na, und allerseits. Na, und Richard, was macht der große Auftritt? Er muss ja erstmal eine richtige Anlage haben. Naja, immer bloß haben wollen, wa? Aber nichts dafür tun. Jetzt hör doch auf. Komm, setz dich her. Ich mach dir was warm. Kann ich mal sehen? Solche Pierre ist nichts für dich. Wieso kriegt ihr eigentlich eine Extrawurst gebraten? Er hat gesagt, dass er später kommt. Aha, das ist wohl ein Hotel hier, wa? Komm bloß nach Hause, um zu fressen und zu pennen. Sag mal, kannst du dich nicht mal an deine Mahlzeiten gewöhnen, du? Jetzt reicht's aber, Herbert. Komm, da hast du erst mal einen Teller. Schönen Dank. Mir ist der Appetit verhangen. Du kommst sofort hierher! Herbert. So. Und jetzt machst du die Tür schön leise zu. Sag mal. Musste das nur sein, ha? Melden sich morgen früh in der Lagerhalle, Bibelstraße 8, bei einem Herrn Stoiber melden. Was ist das für eine Arbeit? Tja, das ist eine Auslagerung ehemaliger Senatsbestände. Wahrscheinlich Konserven oder sowas. Viel Vergnügen. Sind die hier drüben und Ingrid, das sind die weiter hinten. Jeweils 25 Stück stapeln sie davon auf diese Paletten. Mittagspause von 12 bis 12:30. Noch Fragen? Nee.
Dann auf geht's. Jetzt sofort? Wieso? Wollen Sie mit der Mittagspause anfangen? Hallo. Na? Grüß Gott. Na? Wenn du so weiter ackerst, bist du in 2 Stunden am Arsch. Ja. Pass auf, Stoiber hat ein Auge auf dich. Jemand ohnmächtig geworden. Was hat er denn? Er hat uns in den Cheeseburger gebissen und ist umgefallen. Ist dir schlecht? Ja. Das ist ja ein Hammer. Naja, es geht so. Sag mal, seid ihr eigentlich schon mal verreist mit dem Ding? Mein Vater quasselt immer davon, aber seitdem er es gekauft hat, steht es hier rum. Dann können wir ja mal damit nach Sibirien fahren. Oh Gott, hör bloß auf, ich habe schon Ärger genug mit dem. Wieso? Weil ich die Schule geschmissen habe. Aber ich habe echt keine Lust, darüber zu reden. Wo stecken Sie denn so lange? Seit einer Dreiviertelstunde suche ich Sie. Ich war doch nur auf der Toilette. Da können Sie das nicht vorher zu Hause erledigen? Da musste ich noch nicht. Dann gehen Sie jetzt wieder an Ihre Arbeit. Schrader! Telefon! Für mich? Heißt hier sonst noch jemand Schrader? Ja.
Ich habe bei einem Freund übernachtet. Ist doch egal bei wem. Und deswegen rufst du jetzt an? Das ist eine Geschäftsleitung und kein Privattelefon. Du, ich muss jetzt aufhören. Der Chef hat mir gerade gesagt, dass das hier kein Privattelefon ist. Ja, tschüss. Na los, raus jetzt! Und machen Sie mal ein bisschen hinne. Yes, Sir. Heute wird es ein bisschen länger dauern, das können Sie sich dann als Überstunde aufschreiben. Das geht nicht, ich habe heute eine Verabredung. Wenn der LKW beladen ist, dann können Sie gehen. Wieso denn immer Ecke? Quatschen Sie nicht so viele, umso schneller sind Sie fertig. Mensch, gehen Sie vorsichtiger mit den Säcken um! Ja, der fummelt da hinten an seinem Bock. Darf ich das Velo nehmen? Ja, aber wiederbringen, du. Ja. Sag mal, bist du bescheuert? Na? Gib mal, was ich hier habe. Ja und? Da verkaufe ich mir morgen eine neue Anlage. Für 300? Ist da nicht mal ein Kofferradio für? Das ist die Anzahlung, Mann. Außerdem hat Igor ein neues Schlagzeug und wir haben Spitzensaxophonisten aus Bottrop aufgerissen. Na, was sagst du, Lu? Sag, dann müsst ihr euch nur noch einen neuen Bassisten suchen. Das werden wir auch machen. Sag mal, spielt deine Schallplattenlady auch mit? Nee, aber das geht dich jetzt auch nicht mehr an. Miese Bassisten gibt's wie Sand am Meer. Aber du hast es nötig. Bitte mitkommen möchten. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Warten Sie es ab, Sie werden sehen. Sie sind vielleicht ein Komiker, Stoiber. Wollen Sie mir zeigen, wie man Eierpampe macht oder was? Entschuldigung, darf ich mal stören? Wo kriege ich neue Paletten her? Herr Stoiber wird Ihnen weiterhelfen, wenn er die Schweinerei da weggemacht hat. Meister! Schau, was ich mitgebracht habe. Das debile Burgfräulein. Ich will sowas spielen können. Wenn ihr ihn mitkriegt. Oh, wie gemein. Also ich find's prima. Wisst ihr, wer hier schon mal gestanden hat?
der Scheiße. Zu Hause raus, hat keinen Sinn mehr. Das ist schon was. Frag den Palast. Aber? Naja, kannst machen, was du willst. Und wie viel? Sag mal, Huni. Was denn da? Treten Sie näher, kannst du zugucken. Halt doch mal die Klappe. Ich zieh hier ein. Die wollten doch keine neuen Mieter mehr reinlassen. Da weiß ich nichts von. Fühlt euch wie zu Hause. Ist ein Schwimmbad. Nur auch so weit?
Nö, eine Treppe höher. Tara sagt. Ein bisschen unhygienisch, ja? Du hast die Eier im Fell gegessen. Danke. Dankeschön. Denn? Der Verstärker, den habe ich völlig vergessen. Guten Morgen. Dafür gibt es jetzt Frühstück. Hast du auch noch Kaffee? Ist schon unterwegs. Hier, mein Junge, Kaffee für euch. Herr Wagner, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ah. Danke. Guten Morgen, junges Fräulein. Guten Morgen. Na? Hm. Bist du bescheuert? Fahr mich wieder hoch. Gefeuert. Wieso? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Nix habe ich gemacht. Deswegen wahrscheinlich. Ich hab mich erwischen lassen. Von diesem Arsch von Stoiber. Damit willst du ihn jetzt umbringen, oder was? Klar. Aua, Alter, du hast wohl nicht mehr alle Tasten. Ey, doch auf! Willst du dir eigentlich ein? Ey, war doch nur Spaß! Scheuert! Ab! Total hinterher, das zieht sich wie Gummi. Kann ja nicht sein, ich hab mich total an Rich orientiert. Ja, der war gerade ausnahmsweise mal richtig. Üben. Na komm, nochmal. Los. Ich gehe arbeiten. Warte mal. Aber ich wollte doch mit aufstehen, Frühstück machen und so. Und so, ja, ja. Kannst du mir ein paar Platten mitbringen aus deinem Plattenladen? Wozu denn? Dann kann ich die nachts überspielen und die Kassetten verticken. Ich habe echt kein Geld mehr. Das mache ich nicht. Lässt du mir 20 Mark hier? So viel habe ich selber nicht mehr. Tschüss. Ich hol dich ab, okay? Thank you.
wenn ich nach Hause komm. Und ich gehe am Kinderzimmer vorbei. Dann höre ich, die Kinder machen Lärm. Ihr Penner! Nimm das, du Schuft! Oh, ne Lunge. Das ist er hier. Ist ja ein Hammer. Naja, ein bisschen viel Gitter. Ach. Wer hat der überhaupt noch? Logo. Mensch, der ist doch spitze. Naja, ein bisschen. Ach, ich finde den grün. Hm. Nur Vater gegenüber müsst das Maul halten. Geht klar. Schmeiß mir mein 17er Maul rüber. Welches Maul? Ach, der Schraubenschlüssel unter deinem Arsch. Oh, Mann, bist du bescheuert? Das hat doch ja keinen Zweck, was du da machst. Wenn ich mal kräftig ins Horn stoße, dann fliegt dir die Karre auseinander. Das ist deutsche Wertarbeit. Pass mal auf hier. Oh, Scheiße. Ey, du bist ja noch wach? Ich wollte nicht so spät kommen, tut mir leid. Mir auch. Was ist denn los? Steck die Platte zurück. Wieso denn? Weil ich jetzt gehen will. Aber du weißt doch, wir müssen noch so spät proben wegen Hans. Weil er arbeitet. Und dein Geld kriegst du auch zurück. Mir geht's nicht ums Geld. Warum dann? Wenn du das noch nicht begriffen hast, tut's mir leid. Lass mich raus! Wann willst du denn?
Ich möchte jetzt bitte gehen. Hau doch ab. Ich hab sie nicht gesehen. Und der Typ, der hier saß? Der ist abgehauen. Aber das müsstest du doch wissen. Bist du denn nicht mal mit ihr zusammen? Keine Ahnung. Na hör mal, sowas weiß man doch. Sie hat gehen müssen. Irgendwas soll da nicht korrekt gelaufen sein. Aber genaueres weiß ich auch nicht. Ist hier auch mal einer zu Hause? Hier wohnt schon lange keiner mehr. Was ist denn's? Da sind ein paar finstere Gesellen bei mir vor der Tür. Kann ich bei Ihnen so lange warten, bis die weg sind? Die waren schon zweimal da. Was wollen denn die von Ihnen? Keine Ahnung. Dann kommen Sie erst mal rein. Setzen Sie sich bitte. Ich habe mir gerade Kaffee aufgebrüht. Möchten Sie eine Tasse haben? Mit viel Milch? Gerne. Mhm. Heiß. Danke. Haben Sie da eigentlich schon mal was gewonnen? Ein paar Kleinigkeiten. Heute kam das hier. Hübsch, nicht? Ja. Und nächstes Mal gibt's dann die Weltreise dazu, ja? Schön wär's schon. Sind Sie hier auch dabei? Ja. Der da. Das war meine erste Schallplattenaufnahme beim Berliner Rundfunk 1929. Ich entsinne mich noch genau, ich bekam damals 40 Mark Gage. Eine Menge Geld. Ich sollte davon meine Miete bezahlen, aber ich habe alles in einer Nacht verjubelt. Bin dann bei einem Freund untergekommen. Die sind weg. Haben Sie eigentlich einen Kellerschlüssel? Kellerschlüssel? Ja, natürlich. Ich müsste da mal was unterstellen. Der dritte Keller ist es, Richard. Ja. Sie haben der Opa ist mit von der Party. Was wollen Sie? Wo ist die Gitarre? Was für eine Gitarre? Sieh mal um nach. Um ist keine Gitarre. Werden wir ja sehen. Ich sag doch, um ist keine Gitarre. Bleib ruhig. Dann sagen Sie mal endlich, was Sie wollen. Da fragen Sie mal Ihren jungen Freund, der weiß genau, was Sache ist. Na klar. Ihr Schweine. Zeit aber mal die Luft an, Junge. Wenn du was kaufst, dann musst du doch bezahlen. Na, ich will oder hast du was anderes gelernt? Na, ich will ja bezahlen. Wie viel sollen Sie denn bezahlen? 3.228 Mark. Eieiei. Machen wir Platz. Ey, und was ist mit meiner Anzahlung? Sei zufrieden, dass du so billig davon gekommen bist, du Komiker.
Mann ist nicht zu Hause. Kann ich ihm irgendwas ausrichten? Nö. Eigentlich nur, dass er zum Proben kommen soll. Das weiß er von allein. Und dass er sich mal überlegen soll, wie er seine Anlage rüberkriegt. Die Verstärker sind weg. Nö. Wir haben die Leute vom Musikgeschäft ihm heute wieder abgenommen. So eine Scheiße. Dann können wir es uns so vergessen. Wiedersehen. Tschüss. Möchten Sie den Kaffee gemein oder meinen Sie ihn gemein? 11,95 macht der Sahner dann bitte. Dankeschön. Feiner haben Sie es nicht? Einen kleinen Moment, dann muss ich mal wechseln, ja? Mal einen nur, oder manchmal zwei. Ja. Scheiße. Hey! Hey! Richard! Grunzi Dirk, Richard, warte doch mal! Ich hab von deinem Malheur gehört! Hey, ich hab einen Job für uns! Keine Fresse! Hey, du weißt noch gar nicht was! Und Brody! Brody bei Nena! Nee. Okay, ich frag noch mal nach. Moment mal. Wo wollt ihr beiden denn hin? Wir sollen uns hier melden. Bei wem? Wie heißt der Typ noch mal? Irgend so ein Fisch oder so. Ach, das ist der Herr, der da drüben telefoniert. Hecht heißt der. Ich hab euch mindestens 10-mal gesagt, dass ich den Krempel bis spätestens 8 Uhr in der Halle haben will. Ich hab noch mal gefragt. Nein, kommt mir jetzt nicht mit solchen Mädchen. Fressen könnt ihr auch unterwegs. Man kann wirklich glauben, dass ich mit Idioten zu tun habe. Was gibt's? Wir sollten uns hier melden. Wegen den Jobs als Rodis. Wer hat das gesagt? Wer hat das eigentlich gesagt? Der Hippie. Und Hippie hat's von Harry. Harry! Komm mal sofort her! Hm? Seit wann stellst du denn Leute ein? Pedro hat gesagt, er schmeißt morgen alles hin, wenn er nicht 2 Hens bekommt. Na gut, mach das mal klar mit den Zweien. Mit Pedro werde ich noch ein bisschen reden. Los, mitkommen. Ja, gehen Sie sofort mal 234156. Wohin kommt denn die Scheiße? Keine Ahnung, ist alles dicht. Ach, das habe ich mir beinahe gedacht. Morgen. Wo kann man denn hier was ordentliches frühstücken? Vorne ist eine Turkey Station. Da gibt es prima Schaschlik. Ich meine was Richtiges. Schaschlik ist was Richtiges. Hallo. Moin. Gleich ausladen und aufbauen. Langsam, Harry. Du, wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Ich gehe jetzt erstmal mit den Jungs was frühstücken. Ich lasse euch was vorbeibringen. Na, den Fraß kenne ich. Weißt du übrigens, wer als Vorgruppe spielt? Nee. Man hält's im Kopf nicht aus. Oh,
Willst du einen Kaffee? Nein, hast du eine Zigarette? Nee, ich rauch nicht. Aber ich hol dir eine. Nein, lass mal. Doch, wirklich, ich hol dir eine. Ist schon gut. Ich hol dir eine. Lass es doch. Hast du mal eine Zigarette? Ja, was willst du denn mit einer Zigarette? Frag jetzt, ob du hast eine oder nicht? Nee. Du hier? Du gehst mit diesem Idioten mit? Halt's Maul, mach deinen Job. Sag mal, hast du nicht alle Tasten im Schrank? Alles wartet auf dich und du steckerst hier mit den Rodis rum? Los, komm schon, und ihr könnt eure Füßchen benutzen. Na, war es nicht Anja? Sag bloß, die ist mit denen weg. Siehst du doch. Hm. Hast du Hunger? Hast du ein Telefon? Konzert noch was essen gehen.
Mann, wir müssen um 12 Uhr raus sein, das wusste ich vorher auch nicht. Jetzt kommen wir bloß nicht wieder mit der Nummer. Aber wir haben doch heute früh nicht mehr gekriegt, für das 12 Stunden eher. Das ist ewig der gleiche Fakt. Da oben schmeißt das Geld zum Fenster raus und bei uns wird dann geschnorrt. Komm mal kurz mit. Harry, so läuft das nicht. Ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Das musst du echt erzählen. Ja, worauf du dich verlassen kannst. Okay, Vorschlag zur Güte, ich besorge euch was zu fressen und ihr macht, dass er fertig wird. Na, aber komm bloß nicht wieder mit drei trockenen Schritten und irgendeinem Gummiadler hier an. Nein, vom Feinsten. Soll ich dich mal ablösen? Nee, nee, lass mal, du musst mal mit System machen. Übrigens, Essen ist da. Echt? Was ist denn gekommen? Delikatessen vom Feinsten, hockt schon wie die Geier drüber. So eine Scheiße. Eine scharfe Kiste. Pass auf, es ist frisch beklebt. Lass mal hören, das Ding hier. Klar. Wenn ich mal kurz unterbrechen dürfte, aber hat einer eine Ahnung, wo Hippie steckt? Er wird schon noch kommen. Mhm. Und bis dahin darf ich vom Essen träumen. Na, von euch Nasen hat doch bestimmt keiner Bescheid gesagt. Doch, Icke. Pass auf, der hat bestimmt verpennt. Wir beide fahren ihn jetzt holen. Und du wartest hier, falls er noch kommt. Aber nicht, dass du noch mal abhaust, eine Kirki quetschen. Na, was kommt? Geht klar. Wie siehst denn du aus? Ach, du bist. Sag mal, was ist denn los? Wir warten auf dich. Ja, ich kann heute nicht. Mir geht's nicht so besonders. Komm, was hast du denn? Nee, mir ist schlecht. Ah, nur red doch keinen Scheiß. Wo ist deine Hupe? Hallo. Aha. Ich kann dir das erklären. Ach. Mein Gott, es gibt doch noch mehr Saxophonisten auf der Welt. Ach, dann sag mal einen. Fällt mir im Moment nicht ein, aber es ist doch total wurscht, ob in unserer Musik irgendwie ein Saxophon eine Rolle spielt oder nicht. Mit dir ist doch alles wurscht, Hauptsache ist Curry dran. Richtig. Und darum hole ich mir jetzt eine Portion. Mann, du Fressack, jetzt bleib doch mal hier, du hast doch gerade Pommes gehabt. Wie habt ihr noch gefressen? Ja. Hallo. Hi. Hallo. Yeah.
Hey, Igor! Ja, ja? Weißt du, wo der Hans bleibt? Ja, wo ist er denn? Wer? Mit dir allein kann es noch schöner. Ha! Endlich! Jetzt fliegt die Kuh. Kuh? Neun Köpfe, Süßigkeiten, Kohldrinks. Fahren bitte, du mieser Mistkerl! Feiger Verräter! Dreckiger du! Dreckiger Deserteur! Du bist ja bloß sauer, weil Anja auf den Tribünen saß und du ihr was vormachen wolltest. Du bist eine feige Ratte. Sag das nochmal. Feige Ratte. Das kriegst du wieder. Das schwör ich dir. Also war auch noch Liebe im Spiel. Hey, Richard! Lass den Arsch doch, der soll sich erstmal abregen. Ich glaube, ich spinne. Dass du das auch endlich merkst. Ach, guck doch mal!
Folktanz gelernt in der Volkshochschule. Da sieht man gar nicht den Nabel. Nein, oh, nein. Well, cheers. Navel, like the navel orange. Here, have an orange. Was soll ich denn mit dieser Orange? Ja, American Here's to you. Oh, that'd be very nice. Then I can show you Berlin. Oh yes, I like Berlin very much. It's a wonderful town. It really is, because Berlin has so many faces and it's very international. It's architecture and anything. It's really amazing. And the wall. It's a great party, isn't it? Yeah. They've been for high rotters. Und schon ist die Flasche weg. Ist doch weg. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, also bitte jetzt, we're at the climax of this party, also bitte der Höhepunkt. Music maestro, please. Wie kommen Sie in die Wohnung hier? Was macht ihr mit dem Wagner? Ich hol die Polizei. Ja?
Dabei sind wir. Wieder sind wir wandern. Wir kommen Sie mal besuchen. Was machen wir mit ihm? Solange er seine Personalien nicht angibt, bleibt er eben hier. Richard Schrader heiße ich. Kann ich jetzt sehen? Nee, darf man nicht. Du hast uns hier schon die Beine im Arsch. Ja, dann fahr doch. Von wem hast du dich versteckt? Das möchtest du gerne wissen, wa? Na ja, klar. Soll ich dir sagen, vor wem? Nee. Komm trotzdem mal einen Blick nach links. Ich wünschte, ich könnte ständig bei ihr sein. Sie ist das Mädchen, was man nur einmal im Leben findet. Ich bin verrückt nach ihr! Ich träume von ihr, in meinen Träumen tanzt sie mit mir.